So, 99 und die 100, geil. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe noch gar nichts dazu. Ich hab einmal ganz kurz am Anfang bei Josh reingeguckt, der hat das auch mal gespielt. Aber nur wirklich den Anfang. Und dann wollte ich mich nicht spoilern lassen. So, wir spielen natürlich auf Nihongo. Hä? Wieso steht hier zweimal Nihongo? Da steht Nihongo und da steht auch Nihongo. Okay, egal. Wir spielen Deutsch. Wir sehen natürlich... Wieso gibt's... Ah, nee. Ich dachte gerade, es gibt 6 Mädchen und nur 2 Jüngels. Okay, ich bin natürlich sehr blass und ich habe dunkle Haare. Das heißt, ich müsste hier diesen Standardtypen nehmen. Aber der hat gelbe Augen und ich möchte lieber grüne Augen. Nehmen wir den Standard-Dude hier. Und der heißt natürlich... Und ist männlich. Fragt er das gleich auch nochmal? Bist du männlich oder weiblich? Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon! Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleck... Oh Gott, ich kann gar nicht meine Stimme so verstellen. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Das ist ein Pokéball mit einem Elefanten drin. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Ist das der Wissenschaftler oder gibt es hier auch noch einen extra Wissenschaftler? Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer! Pokémon-Trainer, ja! Pokémon! Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Er ist einfach Zauberer. Oder Ninja, je nachdem. Ich finde sein Bart so merkwürdig. Aber seine Pose ist schon cool. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Deleon, der Unschlagbare. Ach, das ist der andere. Ha, das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Denn ich habe ein Glurak. Los, mach Dynamax. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Glurak wird groß und mächtig und... Okay, ich muss sagen, so sieht Glurak schon ganz cool aus. Ich gehöre zu der Fraktion, die Glurak jetzt nicht so mag. Glumanda ist noch okay, aber Glurak ist so super hässlich. Ich weiß gar nicht, warum die immer alle genommen haben früher. Da ist der Astro. Der kleine Astro ist sehr süß. Das war jetzt aber nicht wir, oder? Ich glaube, das ist unser Freund, der das ist. Da weiß ich auch nicht, ist der Freund jetzt ein Rivale, so wie Gary damals? Oder wie... Red? Ich sage wahrscheinlich ganz komische Sachen, weil ich mich mit Pokémon nicht auskenne. Oder ist er hier so ein Freund wie bei Sonne und Mond? Ist das eine Switch? Ist das ein iPhone? Was hat er da in der Hand? Hallo, ich bin's, hier mal zu Hause. Tach. Dizzy, was hast du denn da? Ist das dein neues Smartphone? Richtig geil. Hast du dir den Schaukampf von meinem Großbruder drauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh Gott. Ist ja fast wie die Genki Dama bei Dragon Ball. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Dizzy abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Bringsel ab. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Und wir sagen einfach gar nichts. Wir lächeln einfach. Naja, ach. Wir lächeln einfach stumm weiter. Da ist keiner mehr. Okay, so, wir stehen mal auf mit unserem krassen neuen Smartphone. Und, oh Gott, diese Steuerung. Machen den Kamin an. Ein eingebauter Kamin, ja. Und ein großer Fernseher für Comedy-Serien oder so. Ich werde mir nicht alles angucken. Und wir haben einen Snorlax, Reschnaxo. Wie heißt das Viech? Die Vorentwicklung von Relaxo ist das auf jeden Fall. Ein Faxo, ein Mampaxo. Ein Schlafkörtchen. Liegen manchmal Essensreste verstreut. Schön. Gut. Hä, das kenne ich gar nicht.
Da, hallo, Mama. Hallo, Zimmer. Abstellkammer, okay. Das sieht aber wirklich eigentlich voll geil aus. Wieso haben sich da so viele beschwert, dass das so schlecht aussieht? Kapier ich nicht. Okay, erstmal mit Mama reden, weil die sagt bestimmt, was wir machen sollen. Dein Beutel müsste in dein Zimmer liegen und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Danke, Mama. Guck mal, wir haben hier alles. Einen Mikrowellenherd und Stuff. Und ich habe gehört, dass die Switch angeblich, wenn man bunte Controller hat, die hier auch im Spiel bunt sein soll. Ich habe leider keine bunten Controller, deswegen ist das anscheinend nicht so. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielkonsole. Eine Switch. Coole Sache. Kann man mit der auch spielen? Nee, was ist das hier? Aha, oh, ich habe auch noch einen Fernseher. Klar, man braucht zwei Fernseher. Ein schönes Evoli. Ah, ich glaube, da ist jetzt das Evoli. Nee, Moment. Diese Puppe hier sollte sich eigentlich verändern, oder? Ich habe nämlich Let's Go Evoli gespielt und ich glaube, dann kriegt man in diesem Spiel auch irgendwas. Und also in meiner Erinnerung sollte jetzt entweder dieses Pikachu hier ein Evoli sein oder aber es ist jetzt dieses Poster da rechts, dass das jetzt deswegen Evoli ist. Wir gehen einfach mal los, schnapp uns den Beutel und, naja, Beutel, ist eher ein Koffer. Und begeben uns auf unsere große Reise als Pokémon-Trainer. Wie alt muss man dafür nochmal sein? 13 oder so? Oder 9? Automatisches Speichern? Es gibt das erste Mal automatisches Speichern in Pokémon, Leute! Was ist denn da los? Komfortsteuerung. Ja, dieser Steuerungsmodus erleichtert die einhändige Steuerung. Nee, ich spiele ja mit dem Pro-Controller. Spitzen. Gibt's hier auch diese Funktion mit diesem Werfen, wie bei Pokémon Let's Go? So, tschüss Mama, ich hau ab. Wo ist unsere Ausgangstür? Hier. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Ladezeiten bei Pokémon. Das ist auch neu. Okay, es ist doch ein bisschen hässlich, muss ich sagen. Also sehr viel Treppenbildung, wenn man mal auf die Arme und so guckt. Knaspi, ich komme nicht so hoch. Knaspi! Scheiß Krankheit. Ich hasse dich. Geh weg, Krankheit. Ja, okay, hallo. Oh, das ist Smetbo! Ich will ein Smetbo haben! Smetbo ist mein Lieblings-Pokémon. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Den größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Klar, weil man seine Pokémon ja auch in seinen Koffer reinpackt. Ich hatte so ein cooles Smetbo. Smetbo war früher wirklich mein Lieblings-Pokémon, weil das auch die krasseste Szene im Anime hatte, wo der Spoiler-Alarm oder Ash verlassen hat und alle geweint haben und der hat auch ein extra Lied dafür bekommen. Da musste ich auch als Kind weinen und das war alles sehr traurig und deswegen ist Smetbo mein Lieblings-Pokémon. Neben anderen, aber eins meiner Lieblings. Schau mal, ein Wolli! Was machst du da? Kopflos! Wie er halt auch so eine Rolle macht. Ich glaube, es ist ein bisschen behindert. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat euch auch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat es das begriffen. Ja, anscheinend nicht, wenn es gleich nochmal dagegen knallt. So, lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Ich weiß nicht mal, was ein Viscora ist, aber ist okay. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Das glaube ich auch. Vor allem, der läuft einfach vor mir los. So. Willst du nochmal dagegen knuddeln? Will er nicht. Okay, anscheinend hat er es doch verstanden. Und ich weiß, guck mal, wenn man sich hier so dreht, hui, dann macht er so eine geile Pose. Geil. Das ist das beste Feature im ganzen Game. So. Wo Landwirtschaft und das Miteinander von Mensch und Pokémon. Tradition ab. Überall diese Wollies. Hallo. Oh, warte. Da ist Smetbo. Who are you? Du siehst interessant aus. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen. Wow. Das ist der Hammer. Tatsache. Hallo, kleines Kind. Dizzy, hopp, wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei. Klar. Eine Barriere aus Schafen. Da komme ich wohl nicht vorbei. Das ist eine zu krasse Barriere. Okay. Voll das schöne Städtchen irgendwie. Also so richtig, richtig ländlich, so italienisch ländlich. Was hat er auch für ein krasses Haus? Hier sind einfach alle reich. Die gehören einfach alle zur Mafia-Familie und haben alle riesige Häuser. Hallo, Hopp. Oh, und Dizzy ist auch da. War ich jetzt vor ihm da? Wo ist Delion? Ach, mein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Westbury ankommen. Aha, dann gehe ich mal besser abholen.
Gideon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger. Hopp. Hopp ist ein komischer Name. Das klingt eher wie ein Pokémon. Du hast meinen großen Bruder bestimmt immer noch nicht kennengelernt. Stimmt's, Dizzy? Das müssen wir unbedingt ändern. Los, wir gehen nach Presbury. Ja. Aber erst... Oh, ich komme nicht in sein Zimmer. Ich wollte ihn doch seine... Oder lebt er vielleicht oben? Hallo? Hallo? Oh, er hat ganz viele Cappies. Krasser Dude. Das sind wirklich viele Cappies. Was hat er sonst noch? Da ist sein Bruder auf jeden Fall auf dem Bild drauf. Seine Pornosammlung hat er hier auch noch. Und 5 Gramm Hanteln hat er. Finde ich nice. Alter, voll der sportliche Dude. Was? Oh, warte. So, ist das jetzt hier das von Hopp das Zimmer oder ist das von dem Deleon? Weil der Deleon hat ja auch mal eine Kappe. Gute Frage. Weiß man nicht. Hallo Oma. Deleon ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Okay, das ist also von Deleon das Zimmer. Interesting. Und hier wohnt dann Hopp. Ja, das sieht auch ein bisschen kindlicher aus hier. Fuck, hier, wen haben wir hier? Gengar, Glurak und Mashomai, glaube ich. Und eine Kröten-Skulptur. War dieses Pokémon nicht in Irland oder so? Irland? Ja, kann auch sein mit den ganzen Bergen, ne? Aber mich erinnert das hier gerade eher an Italien, weil... Ja, kennen wir doch so, oder? Mit den weiten Feldern und so und überall so einzelne Häuser. Alles startklar, dann los! Aber pass auf, dass du den hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilder Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück mein Volley, falls ich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast, also bleib weg vom hohen Gras. Okay, Hopp. Ich bin jetzt schon 9 Jahre alt, ich weiß, was ich tue. Manno. Guck mal, hier Randale gemacht. Er wartet extra beim hohen Gras. Ab ins hohe Gras! Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Niemals! Ich kämpfe mit meinen Fäusten. Ach Mann. Mit meinen Fäusten kämpfe ich. Du bist doch doof. Nie darf ich hier irgendwas. Und da vorne ist gleich der Bahnhof. Aber erstmal biegen wir natürlich ab ins hohe Gras. Mal gut, dann nicht. Ah, das wäre toll, wenn wir ins hohe Gras kommen. Westbury. Die Gala-Region, die auf Großbritannien basiert. Ja, aber es sieht doch nicht wie Großbritannien hier aus, jetzt ohne Witz. England ist dreckig und komisch und alle Leute bringen sich da um. Ja, ja, Deleon, du bist der Allergeilste. Ja, mach nochmal deine Pose. Hallo Westbury, euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für eine Pang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich, Deleon ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Haha, danke, danke. Trainiert ja auch fleißig eure Pokémon. Ich ziele fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Hohoho. Na klar, ist auch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Die ganze Stadt ist da. Alle 20 Leute. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Hat er nur ein Pokémon? Hat er so eine Challenge gemacht? So eine Ein-Pokémon-Challenge? Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainergalas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Müsste Glurak nicht größer sein als er? Ist Glurak nicht irgendwie 2,40 Meter oder was? Also entweder ist Glurak hier einfach nur klein oder Deleon ist super groß. Hey, Bruderherz! Hä? Oh, ah, das ist ja Hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt, lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Jetzt bist du 1,42. Gut geraten, dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert mich das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Macht er mich gerade an hier? Ist das ein Datingversuch? Werde ich ja glatt rot. Halt, sag nix. Gott hat mich schon allerhand von dir erzählt. Du musst busy sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu mir nach Hause. Immer will er nur laufen. Hab uns eine Wettrennen, immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Ach Mann. Oh mein Gott, wie viele Sticker hat er da bitte auf seinem Mantel? Fühlt sich aber schon so ein bisschen wie ein King, ne? Wow, krass, der trägt seinen Basecap so weit hinten, dass da drunter eine Krone aufgemalt ist. Ah, schon cool. Vor allem hat er einfach mega lange Haare.
Aber die Pose ist schon cool. Oh, jetzt habe ich es leider nicht gelesen. Aber als Champtime habe ich gelesen. Und die ganzen Leute auch so, yeah! Schon witzig. Er läuft natürlich auch weg. Ach, Pokémon Schwert. Soweit so gut. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Ich glaube, jetzt kriegen wir unser Starter-Pokémon. Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Stimmt, ich glaube, das ist das erste Mal. Nee, man, oder? Dass man nicht von einem Wissenschaftler das Ding bekommt? Hat man bei Sonne und Mond das von Wissenschaftler bekommen? Das Pflanzen-Pokémon Chimpep, okay. Hoplo! Hoplo! Und Memeon. Das ist so cool, dass man die Pokémon wirklich mal, also die Starter-Pokémon auch in Aktion sieht, wie die so drauf sind und so. Hoplo ist halt eher der Draufgänger. Ja, Chimpep oder wie heißt der? Ist halt ein Affe. Und macht halt Stuss. Und Memeon ist eine Memme. Deswegen weint er natürlich auch sehr viel. Steckt ja auch schon im Namen drin. Memme. Memeon. Memeon heißt er ja auch. Genug gespielt. Kommt bitte mal wieder her. Tja. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Tja. Das ist jetzt natürlich eine schwere Frage. So, will du zuerst? Ich habe ja schon mein Volley. Wieso. Oh mein Gott, wie die beide gekritzt haben gerade. Richtig psycho. Okay, so, für welches Pokémon seid ihr denn? Du findest die alle nicht toll, doch. Ich find Hoplo irgendwie schon am geilsten. Aber Feuer-Pokémon sind irgendwie mal lame, finde ich. Also Memeon finde ich auch ganz cool, aber weil er so geweint hat, finde ich ihn wieder ein bisschen kacke. Fly ist auch für Memeon. Tritt nicht auf die Viecher. Ich doch nicht. Ich mache hier eine coole Pose. Ich wähle dich, Memeon. Nein, Quatsch. Wen wollt ihr denn so haben? Okay, also wir haben bisher einmal Grün, einmal Hase. Und einmal tritt nicht die Viecher. Memeon mag keiner, ne? Allein aus Prinzip müsste es Memeon dann nehmen. Also früher habe ich immer Shiggy genommen, Wasser. Aber Shiggy wäre auch einfach cool. Man geht ja sowieso nicht nach dem Typ, sondern eher nach Aussehen und so, oder? Ich weiß halt leider überhaupt gar nicht, wie die Weiterentwicklungen aussehen von den Viechern. Ist die Frage, soll ich mich jetzt spoilern lassen, wie die später aussehen oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass hier Chimpep, oder wie der heißt, halt mehr oder weniger wie ein Bisaflor später aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Hoplo wie dieses Affen-Pokémon aussehen wird, wie Pinflamm. Also wie da die letzte Entwicklung. Und Memeon habe ich halt gar keine Ahnung. Einfach ein Frosch am Ende oder was? Weil jetzt ist es ja noch mehr oder weniger eine Kaulquappe. Memeon sieht später richtig emo aus. Ja, dann müssen wir ja Memeon nehmen, Leute. Nehmen wir Memeon. Schönes Wasser-Pokémon. Hoplo ist halt schon geil, aber den nehmen halt auch die meisten. Und das ist dann wieder lame. Und Wasser ist aber irgendwie gegen voll viele Sachen schlecht. 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich glaube, ich nehme wirklich Memeon. Ja, kommen wir in den Memeon. YOLO! Wasser for the win! Das Wasser-Pokémon Memeon ist sanftmütig wie eine leise plätschende Bächlein und sehr anpassungsfähig. Das klingt wie mir. Entscheide du dich... Nee, warte. Wir können erstmal angucken, wie die alle drauf sind. Also der ist ein stilles Gewässer und stille Wasser sind tief, Leute. Hoplo ist ein Pokémon von dem Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Ist schon das geilste Pokémon, das muss man einfach sagen. Von den drei Starter-Pokémon. Was mit dir? Auch süß. Chimpep, vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Guck mal, bei den beiden Linken hier war immer nur eine Sache, bei Memeon sind zwei Sachen. Hier, der ist nämlich sanftmütig und sehr anpassungsfähig. Also der hat zwei Attribute, die anderen haben nur ein Attribut. Heißt, Memeon ist auf jeden Fall das beste Pokémon. Ja, auf jeden Fall nämlich Memeon. Digga, der hat einfach zwei Attribute. Eigentlich ist Memeon schon voll der gute Name. Ich lasse ihn auch bei Memeon, aber ich mache nur eine ganz kleine Anpassung. Kann man ja später noch verändern, oder? So, Memme eingeschaltet. Memeon ist jetzt unser Teammitglied. Schön. Ich wollte fürs nicht auf Viecher treten. Sehr gut, Fly. Dann haben wir zwei Stimmen für nicht auf Viecher treten. Ah, du hast ja also Memeon ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Okay, das ist schon mal nicht unsere Rivale. Rivalen würden immer das Pflanzen-Pokémon dann nehmen. Aber ist in Ordnung. Wir wollen uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Tja, das wird schwierig gegen meinen Memeon.
Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch DCI-Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Schon ein bisschen überheblich, der Typ. Die nächsten Pokémon-Namen könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr wollt. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werden hoffentlich gute Freude. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Er nimmt einfach ein Level 5 Chimpep mit, obwohl er ein Champ ist. Und wahrscheinlich packt er ihn sogar in sein Team rein. Richtig assig. Dann geht er da so in die Arena gegen die ganzen Level 100er Viecher und dann kommt da sein Chimpep Level 5. Und kriegt richtig auf die Fresse. Das ist einfach sein Trainingsstil. So wie bei auch bei Dragon Ball. Seine Pokémon müssen erstmal kurz vorm Sterben sein, damit sie stärker werden. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Juhu. Hopp so, ja, es gibt Essen! Essen! Voll der durchgedrehte Dude. Ich mag ihn. Ich finde ihn sympathisch. Auch wenn er natürlich dieselben Animationen wie... der aus Sonne hatte. Ich weiß den Namen von denen leider nicht mehr. Am nächsten Tag. Ach, gib's zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinen neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab, Bruder Herz. Dizzy und Memeon haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Alles... Hallo? Oh, hallo. Was schaust du denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Nee, warte. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Dizzy und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Okay, das macht Sinn. Das heißt, wir haben wirklich zwei Rivalen, ja? Wir haben jetzt hier Hopp als Rivalen, aber unser Endrivale ist quasi Delion. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren, Kämpfe bestreiten, lass uns kämpfen, bla bla bla, wachsam gegeneinander. Okay, ja, lass uns kämpfen. Schließt in sein Herz. Insert Digimon-Song. Okay, unser erster Fight gegen ein Feuer-Pokémon. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ja, ich habe den besten Krampf. Krampf meines Lebens. Und Bücher auswendig gelernt. Jetzt geht's ab. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Kampfsystem ist. Ob die auch wieder anzeigen, wie bei Sonne und Mond, welche Attacken gut sind, welche nicht. Ich hoffe nicht, dass das angezeigt wird. Damit man ein bisschen Miet überlegen muss. Jetzt gibt's auf die Fresse. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Ja, das ist voll unfair. Wieso hat er zwei Pokémon? So, unser Memeon ist zum Glück männlich. Das ist schon... Oh. Ey, das ist aber schon cool, dass das so... Das erinnert an Pokémon Kolosseum. Mit diesem Umherdrehen etc. Das gefällt mir. Pokémon Kolosseum fand ich sehr geil. Haben wir eigentlich schon irgendwas im Beutel? Wir haben drei Tränke tatsächlich. Haben wir auch... Warte, Pokebälle? Nee. Aber kriegen wir wahrscheinlich gleich. Pokémon-Info. Volley. Hey, das ist ja cool. Man kann sogar Angriff und so angucken von den Viechern. Aber da steht jetzt nichts. Wahrscheinlich muss man da irgendwas... haben für? Nee, bei Memeon steht aber auch nichts. Erhöht die Stärke von Wasserattacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. Ein gewisser Wert, okay. Gut, dann kämpfen wir doch einfach mal. Was haben wir denn? Wir haben einmal den Klaps und den Heuler. Heuler passt sehr gut. Ja komm, Klaps. Das wird krass. Wow. Klaps gegen Tackle. Das ist das heftigste Match aller Zeiten. Das ist so intensiv. Memeon, setz nochmal Klaps ein, der genauso aussieht wie Tackle. Jo, das war ja schon mal richtig krass. Erfahrungspunkte erhalten. Level 6. Ja, Aquaknarre. So, als wenn das gerade geskriptet wäre, weil jetzt kommt da ein Feuer-Pokémon. Das ist ja krass. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Hopplo. Was wie jeder weiß, ein Feuer-Pokémon ist. Und dagegen ist Aqua... Okay, es wird aber nicht angezeigt, dass das sehr gut gegen Feuer ist. Aquaknarre. Oder es kommt erst, wenn man das einmal gemacht hat. Das ist sehr effektiv, wer hätte es gedacht? Oh Mann. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen von Pokémon? Ja, sorry. Ich habe auch schon mal Pokémon geguckt. Nochmal Aquaknarre. Pow. Gibt's eine Todesanimation? Ja, okay. Immerhin.
Level 7! Da, plus 3. Guck mal, wir sind krass. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Mermillion bekommen. Ein sehr, sehr gutes. Ich hatte 2 Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Mermillion seid echt stark. Kannst du ihn bitte Mermillion nennen, so wie auch sein Name ist? 400 Pokédollar, ja. War schon ganz schön episch. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Ja, Klaps gegen Tackle. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Voll der Spacko. Ich habe euch großartig... ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Izzy. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hops Rivale wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Haben wir das nicht eben schon geklärt? Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Ja, klar. Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, den größten Turnier-Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Och, nö, Schule ist doch lame. Vor allem du, Dizzy. Hey, ich hab grad gewonnen! Hä, wieso soll ich mir das aneignen? Ich hab ja wohl gerade bewiesen, dass ich der Allergeilste bin. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich ein Pokémon-Labor vorbei, um ein Pokédex abzugreifen. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Man wird sich wohl noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Dass wir immer so viel reden müssen. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir unseren Pokédex holen. Und wieder zurücklaufen. Okay, Mama. Hast du auch was gehört, Dizzy? Ja, da hat's Krach, Krabum gemacht. Bestimmt hat das Volley, hat er das Ding kaputt gemacht, genau. Krasse Randale hier. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Jetzt hat das reingerannt. Oh mein Gott, was sollen wir nur machen? Retten wir das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Dizzy, jetzt wird rangeklotzt. Ja, ich gehe erstmal zu Mama, ne? Erst will er, dass ich zu Mama gehe, jetzt will er doch, dass ich woanders hingehe. Ganz schön geradlinig hier. So, aber in den Wald. In den verbotenen Wald. Schlummerwald. Haben wir nicht irgendwie geworben, dass das Spiel nicht linear ist, sondern sehr Open-World-lastig? Merke ich bisher noch nichts von. Hallo, Wolli. Mist, wo ist es bloß hin? Hat bestimmt irgendein Wolf gegessen. Oh, ich kann mir so vorstellen, dass man gleich ein legendäres Pokémon sieht. Das wird so zu Pokémon passen. Oh, Mario, jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ja, das deutet hier alles darauf hin, dass man hier gleich... Oh mein Gott, ein Pokémon! Sollte man die nicht eigentlich auch sehen im hohen Gras? Ein Raupi! Doch nicht. Ein Raffel. Ein weibliches, glaube ich. Ich glaube, die männlichen, die gucken nochmal anders. Nee, okay, Raffel. Aber wir haben leider keine Pokébälle, gell? Das ist ja super lame. Hier, Klaps auf deinen Hintern. Ich muss sagen, also so ein Raffel sieht ganz, ganz süß aus, oder? Kleines Eichhörnchen. Kali findet den hässlich. So, hi. Ich rede mal nicht mit dir. Aber Tutorial. Deswegen ist das noch so linear. Aber ich dachte, man kann im hohen Gras die Leute auch sehen. Also zumindest so ein bisschen. Okay, das kennt man eigentlich auch schon, oder? Ein Mikro? Will ich auch haben. Ich will alles haben. Wieso habe ich keine Pokebälle? Anspannung von Mikro wirkt. Seine Pupillen gehen einfach über seine Augenlider. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Klaps. Ich glaube, dafür musst du nicht rennen. Und dann sieht man die. Okay, probiere ich gleich mal aus. Stimmt, der war auch eben so in der Hocke, ne? Als ich mich nicht bewegt hatte. Das ist ja keine Herausforderung hier für mich. Level 7 gegen Level 2. Geil. Plus 9 LP. EP. Warte, jetzt probiere ich das mal. Genau, geht nämlich so in die Hocke. Jetzt kann man da langsam durchgehen. Hier ist doch bestimmt was versteckt. Ne? Ganz langsam. Das ist nervig. Ich laufe durch. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Akte X. Extreme. Ich habe mich gerade ganz wenig nur bewegt. Und trotzdem kommt ein Roffel hier an.
Kannst du nicht normal gehen? Muss ich gleich mal probieren. Also, oh, ah, jetzt steht das doch dabei. Habt ihr gesehen, da stand eben, dass es effektiv ist. Das heißt, wenn man schon mal gegen ein Pokémon gekämpft hat und eine Attacke eingesetzt hat, na, wahrscheinlich sogar nur, wenn du es besiegt hast, dann steht da beim Kampf bei, was effektiv ist. Das finde ich ein bisschen lame, dass sie das jetzt eingeführt haben bei Pokémon. Dass man gar nicht selber überlegen muss, was gegen was gut ist und so. Kann man das irgendwie ausstellen? Weil da musst du immer nur gucken, was ist effektiv und was nicht, und dann wählst du das halt aus. So, normal gehen. Das ist, glaube ich, das Schnellste, was ich machen kann, ohne irgendwas zu triggern. Beeilung, Dizzy, ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Und da ist er verschwunden. Den sehen wir nie wieder. Der ist jetzt aufgefressen. Rip-Hop. Rivale 2020 bis 2020. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte was meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Oh, er lächelt man nicht. Dann muss das hier ja ganz schön ernst sein. Oh, ja. Es war so klar, dass da das legendäre Pokémon kommt. What's that? Wolflink! Fehlt ihm ein Ohr? Tatsache. Ist ja voll brutal. Seit wann ist Pokémon so brutal geworden? Ihm fehlt einfach ein Ohr! Leute, der ist einfach aus Game of Thrones. Okay, Heuler. Ich kann auch heulen. Das ist meine beste Attacke. Oh, es hat keinerlei Wirkung. Das geheimnisvolle Pokémon betrachtet euch. Was zum? Die Attacke war völlig wirkungslos. Bitte töte mich nicht. Ich bin nur ein Memmion. Uff. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles ist in Nebel gehüllt. Oh nein, lass uns flüchten. Aus unerklärlichen Gründen kannst du nicht flüchten. Dann mach eine Aquaklare. Jetzt bei diesem Nebel ist das bestimmt noch krasser. Oh, das funktioniert sogar, oder was? Nee, ist keinerlei Wirkung. Noch mehr Nebel. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts mehr. Kann ich trotzdem irgendwas? Okay. Uah. Oh nein, ich wurde vergewaltigt. Shit. Keiner weiß, was da vorgefallen ist. Dillion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Ach, das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Er hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten ihn retten. Deswegen sind wir überhaupt hierher. Ha, da ist es doch. Mein Glurak frisst es gerade auf. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber den Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Noch schlimmer als Vergewaltigung? I don't know. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Dillion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Ja, Dillion! Kriege ich jetzt endlich mal Pokebälle? Bevor wir nach Breastburg gehen, solltest du aber noch mit deiner Mutter bitte. Ja, das hast du eben schon mal gesagt. So, jetzt also wirklich. Mama, hallo. Ich verlasse dich nun. Ich bin 9 Jahre alt. Ich weiß, was ich tue. Oh, das ist ja mein süßes Memmion. Ihr wollt nach Breastburg, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dillion hat mir schon davon erzählt. Ja, dann. Biete keine Umarmung. Danke für das Taschengeld. Danke. Ich kümmere mich gut um ihn. Ja, und tschüss. Mama, lass mich. Wieso hat sie Gummistiefel im Haus an? Gut, tschüss, Mama. Das war ja ein sehr emotionaler Abschluss hier. Krass. Wir sehen uns nie wieder, Mama. Ich glaube, die ist froh, dass ich endlich weg bin. Okay, es geht los. Wir treffen uns im Labor, ja? Okay. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch die Viecher. Oh. Ich muss sogar durchs hohe Gras durch. Ich will aber nicht gegen irgendwas kämpfen. Außer das hier ist ein Pokéball. Nee, nur ein Trank. Ich hätte gern ein paar... So. Ich kämpfe gegen gar nichts, bis ich einen Pokéball habe, damit das schon mal klar ist. Ach, guck mal, das eine ist sogar vor uns geflüchtet. Hä?
Guck mal, warte. Das ist wirklich vor uns geflüchtet, oder? Hat das Angst vor uns? Weil unser... Nee. Das ist ja witzig, wenn die flüchten, wenn die merken, dass die Pokémon von einem selber einfach zu krass sind. Oh, Level 5, wie soll ich das denn machen? Und ich habe anscheinend jetzt schon Pokebälle? Warte. Ich habe irgendwoher 5 Poke... Ach, Mama hat mir gerade wahrscheinlich welche gegeben. So, Leute, wollen wir einen Roffel uns holen oder nicht? Aber das ist auch eine gute Neuerung. Ich kann jetzt einfach hier X drücken und dann macht er automatisch einen Pokéball. Also ein paar Tweaks haben die auf jeden Fall reingepackt. Und? Ja, ich habe mein allererstes Pokémon gefangen. Wie nennen wir Roffel? Leute, wie sollen wir den nennen? Also Roffel mit Doppel-F oder Roffel wie Roffel halt? So, okay, Kali hat gewonnen, Roffel. Das wird das erste Pokémon, das aus dem Team rausfliegt, sobald wir bessere Pokémon... Ein Fuchs-Pokémon! Leute, das brauche ich auf jeden Fall. Bitte... Oh, es ist nicht süß. Aber ein Fuchs-Pokémon, ein Kleptifuchs. Yo, das will ich auf jeden Fall haben. Füchse sind ja wohl sowas von geil. Das ist garantiert auch ein Feuer-Pokémon, oder? Ist ein bisschen schade, dass das weiblich ist. Ohne jetzt sexistisch zu sein. Bitte sei nicht tot, danke. War nicht effektiv... Okay. Ist also kein Feuer-Pokémon. Das ist ja höchst interessant. Oh nein, Kleptifuchs. Es tut mir leid. Wir brauchen noch Kleptifuchs. Und jedes Pokémon kriegt Erfahrungspunkte. Obwohl wir keine Erfahrungsteile haben. Das ist ja auch interessant. Okay, irgendwann müssen wir nochmal zurück, um einen Kleptifuchs zu holen. Ach, du hast es gefunden. Gut gemacht. Danke. Die behandeln mich halt wirklich wie so ein Kleinkind. Die Häuser sind alle so riesig. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woi. Ich kann leider mit der Stimme nicht hoch. Haben die das gemeint? Volivox oder so? Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Ein Elektro-Korgi, ja, stimmt. Das ist einfach ein Korgi. Will ich auch haben. Korgis sind so süß. Und Munchkin-Katzen. Das ist die beste Mischung. Eine Munchkin-Katze und ein Korgi-Hund. Die haben beide nämlich so richtig kurze Beine nur. Hallo Voldina, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Das Pokémon heißt Voldi, habe ich auch gemerkt. Danke, ich bin nicht völlig idiotisch. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein... Eine Trainerin. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist eine Freifahrtschein für blöde Witze? Ja, schon so ein bisschen sexistisch. Daher musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Ah. Ist gar nicht die Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Dizzy, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du dir mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Korgi. Voldi. Oh, wie knuffig. Der bewegt sich witzig. Sonst noch irgendwelche Wünsche daher? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Oh nein, ist das dieses nervige Ding, das immer um einen rumfliegt, dieses Pokédex, und immer Sachen labert? Ja. Oh nein, den gibt's ja auch. Warum? So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, aber außer Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als dir den Pokédex zu geben. Merci. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen? Klar, okay, Route 2. Schön, gibt's hier sonst noch was? Woi. Der soll doch mal so witzig laufen. Sachen mit kurzen Beinen laufen sehr witzig. Babys auch. Babys laufen witzig, aber Babys sind trotzdem komisch. So, tschüss. Kann jetzt endlich mal das... Oh, alle reden sie mit mir. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du doch bestimmt den Pokédex bekommen. Ja, hier. Bitteschön. Ein Trank. Geil, danke. Random Dude, gib mir einfach einen Trank. Danke, ja, ich weiß, was ein Trank macht. Okay, bye-bye. Bitte lass mich in Ruhe. Sie sind mir unheimlich. Ich kenne sie gar nicht. Wieso geben sie mir einen Trank? Da sind bestimmt irgendwelche Drogen drin. Der will mich auch nur vergewaltigen. Ich weiß es doch. Muss immer aufpassen, Leute. Als neunjähriges Kind, alleine auf großer Reise in der Welt, immer aufpassen vor Leuten, die einem einfach Tränke geben.
Da kann immer was Böses reingemischt sein. Sony hat den Pokus auf sein Smart-Rotom installiert. Stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Los, los, los. Und noch eine Runde, 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 Runde. Geh doch einfach mal in den Shop rein. Da kriegst du richtig tolle Sachen. Ja, ich weiß, wie Pokémon geht. Ich hasse dieses Tutorial. Warum ist das so lang? Ist das ein Pokémon auf dem Computer drauf? Ja, ich weiß, was das ist. Und dann habe ich jetzt gesagt, er soll mir alles erklären. Bla, 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 bla. Ja, ja, ja. Oh, das finde ich aber gut, dass sie alles in ein Haus reingepackt haben. Also sowohl Pokémon Center als auch Shop und, keine Ahnung, was das links ist, Bären Stuff. Hi. So, wir kommen. Oh, wir, wieso haben wir so viel Geld? Wir kriegen 30.000 Pokédollar als Taschengeld von Mama. Drei Beleber sollten erstmal lang. Gibt's hier keine Pokébälle? Ein paar Tränke haben auch noch nie geschadet. Gegengift. Warum gibt's hier keine Pokébälle? Das ist ja jetzt ein bisschen lame, muss ich sagen. Da hinten sind doch Pokébälle. Wieso gibt's hier keine Pokébälle? Hä? Ich kann doch nicht irgendwie nach links oder rechts swipen. Seh sie doch, hinter dir sind doch Pokébälle. Gib sie mir doch einfach. Ach. Ich bin der Ansprecher in Sachen Pokéball. Was darf sein? Einen Namen bewerten. Wie findest du denn Roffel? Roffel, hier. Aha, sein momentaner Name lautet also Roffel. Damit hast du dir schon viel Mühe gegeben, aber wollen wir den Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen? Nein. Okay, also man kann auch jederzeit den Namen... Der hat den jetzt nicht wirklich bewertet, aber ist okay. Man kann jederzeit den Namen ändern. An eine Attacke erinnern, an eine Attacke... Man kann hier ja alles. Ist ja heftig. Okay. Man kann sich sogar an Attacken erinnern. Heftiger Kram. Hier, nimm meine Pokémon. Erstmal Roffel wegpacken. Ist jetzt halt auch die Frage. Wenn ich nur ein Pokémon im Team habe, kriegt das dann mehr EP? Das heißt, wenn man 6 Pokémon hat, dass sich die dann alle teilen müssen? Oder kriegt jeder gleich viel? Keiner weiß es, aber ich will Roffel auf jeden Fall nicht haben. Warte mal. Ich habe aus früheren Pokémon-Teilen gelernt, dass man mit den Leuten in Pokémon-Centern labern soll. Shit. Weil die einen doch öfters mal irgendwas schenken. Tun sie aber anscheinend nicht. Schenkst du mir irgendwas? Nö. Oder? Oh, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereitet? Klar. Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Da im Dezember. Oder an welchem Tag? Am 23. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also der 23.12. Ja, das stimmt. Dann wirst du... Hä? Was steht da? Oh Mann. Da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Oh, wo waren wir gerade? Ach ja, dein Geburtstag was? Verspricht dir riesengroßes Megaglück. Das riesengroße Megaglück gleich. Es kann sogar sein, dass du einen legendären Pokémon begegnest. Bin ich schon. Haha, war nur Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss, dann man sieht sich. Cool. Das hat's gebracht. Ah, viel zu große Stadt hier. Was ist das? Oh, eine Boutique! Ja, einen kleinen auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Wir müssen stylisch in unser Abenteuer gehen hier. So, schenkst du mir vielleicht einen Top? Das sieht hier alles so aus, als wenn das nur für Frauen wäre, to be honest. Ja, gut. Dann werden wir jetzt... eine Transe oder so vielleicht. Ein bequemes Shirt. Oder ein bequemes Shirt? Möchtest du vielleicht ein bequemes Shirt? Oder auch ein bequemes Shirt? Vielleicht auch ein bequemes Shirt? Nein, 30.000! Ich hatte bis eben noch 30.000. Ah, ich hätte nichts einkaufen sollen. Ich wusste es. Ein geiles Akani-Shirt. Das ist ganz mein Geschmack. Oh Mann, ich will dieses Akani-Shirt haben. Oh Mann. Okay, was gibt's sonst noch so? Komm, wir kleiden uns hier jetzt richtig geil ein. Wir nehmen... Ja, komm. Wir kaufen hier erstmal weiß. Geil. Und dazu noch eine geile Skinny Jeans in dieser Farbe. Orange. Ja. Oh ja, Socken sind auch sehr wichtig. Und die Socken müssen natürlich zum T-Shirt passen. Ja, so. Rote Socken. Dankeschön. Noch eine coole Mütze in. Nehmen wir die auch in Orange. Passt schon. Sieht doch cool aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. In Pink, of course. Nein, leider. Also die Brille ist schon sehr heftig. Wir nehmen Marineblau. So, Handschuhe müssen auch sein. Ich finde die gelben ganz hübsch, aber die sehen halt super kacke aus mit dem Rest. Gibt es keine in Rot? Nehmen wir die in Pink. Das sieht schön hässlich aus. So, schön, ja. Ja. Jetzt sehen wir richtig gut aus. Leute, wie so ein richtiger Hipster. Doch, doch, das gefällt mir. So, tschüss. Vor allem die Handschuhe. Die Handschuhe passen am besten. So, dann sind wir jetzt hier endlich durch, oder? Ich habe leider keine Pokébälle, das nervt mich. Sag mal, Daisy, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Klaro. Du weißt nicht, was hier... Doch, weiß ich. Da muss man gegen Arena-Leute kämpfen und da kriegt man tolle Sachen. Bla, bla, bla. Challenge, gegenseitig Rivalen. Zweite Route. Tschüss.
Gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Wir sehen richtig komisch aus. Das war eine sehr dumme Idee, diese Sachen zu kaufen. Wir sahen eben besser aus. Ich möchte nochmal ganz kurz diesen Fuchs holen und dann muss ich aber auch den Stream beenden, weil ich möchte ja den Josh zugucken, wie er streamt. Ich möchte jetzt aber nochmal, Hilfe, ganz kurz so einen Fuchs haben. Da muss auch irgendwann noch so ein Fuchs sein. Der war bestimmt richtig selten. Locker war der richtig selten. Da! Okay, komm. Das wird mein Haupt-Pokémon. Kleptifuchs! Bitte männlich, bitte männlich, bitte männlich! Bitte sei männlich. Okay, mega geil. Alles klar. Aquaknarr ist effektiv. Ah, nur effektiv, nicht sehr effektiv. Eimer konnte man das machen, ne? Der war nicht von Eimer tot. Ja, easy. Ganz schön sexy. Das geht raus an alle Furries hier. So, Klammergriff. Klammergriff macht wahrscheinlich am wenigsten Damage von denen, die wir hier haben, oder? Ich glaube, das ist dieser Griff, der, ja genau, der über mehrere Runden halt wehtut. Nicht so viel, aber dafür halt konstant. Ja, genau, der trifft halt öfters. Jetzt sollte der eigentlich im roten Bereich sein, ja. Easy. So, Pokéball, Flieg und Sieg! Klepti! Geil, geil, Cheat! Schizominisol. Und Level 9. 0,6 Meter. Ist ja doch ganz schön groß, ne? So ein halber Meter. Es stiebitz Futter, das andere Pokémon gefunden haben. Dank der samtweichen Ballen an seinen Pfoten ist sein Gang lautlos. Irgendwas Fuchsiges. Irgendwas Furry-mäßiges muss das sein. Foxery. Eine Mischung aus Fox und Furry? Foxery. Finde ich gar nicht so schlecht. So, schön. Dann würde ich aber sagen, war es das mit dem Stream heute. Also ich werde es in nächster Zeit vielleicht nochmal häufiger streamen, wenn ihr Lust dazu habt. Ich habe jetzt schon mein Pokémon, das ich haben wollte hier. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Witz an Jay und so. Danke fürs fleißige Chatten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye. Adios. Und so. Tschüss.